Hallo, der Vater. Guten Tag. Ja. Okay, Dietz ist mein Name. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was da meine Tochter gefahren ist. Sie hat eine kleine Diskussion zu Hause und dann hat sie tatsächlich... Okay, nur eine Frage. Sie sind die Mutter? Nee, ich bin die Tante. Ich bin die Vier. Ah, okay. Die Tante. Okay, genau. Gut. Was ist dir denn passiert? Ich habe aus Wut gegen die Wand geschlagen, weil mein Vater jetzt beschlossen hat, dass wir schon wieder umziehen wollen. Okay. Schätzchen, das gehört zu meinem Job, das. Ja, dann such dir einen anderen Job. Ja, so meine einfach Güte. Ist das nicht. Mäuschen, so einfach ist das nicht. Das gehört einfach dazu. Bernd. Und ich verstehe einfach nicht. Es war grundsätzlich nie ein Problem. Sie weiß, dass ich jobbedingt oft umziehe, dass wir oft umziehen müssen. Es wird zu viel, wenn du immer wieder, noch mehr. Auch dieser Ton, der gefällt mir nicht. Ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Vater. Ja, und? Ja, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir hier. Okay. Ja, wollen wir uns jetzt erstmal um die Hand kümmern. Also, du hast mit der Faust gegen die Wand geschlagen. Ja. Okay. Dass Teenager Impulsdurchbrüche haben, also auch wirklich aggressiv werden, gewalttätig werden oder wie hier mit ihrer Hand mit ihrer Faust gegen die Wand schlagen, kommt schon mal vor, ist nicht so häufig. Allerdings stellte sich dann später heraus, dass die Hand tatsächlich unser kleinstes Problem war. Wir sind schon so oft umgezogen in den letzten Jahren. Warum denn jetzt schon wieder? Ich will hier bleiben. Ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe dir das 1000 Mal erklärt. Ja, das ist nicht das erste Mal. Du weißt, dass es jobbedingt einfach gar nicht anders geht. Es gehört dazu. Und es war nie ein Problem. Und jetzt das? Schau dir das an. Ich will hier bleiben. Was hast du denn davon? Es geht nicht. Bernd, sie ist 15. Kannst du es nicht ein bisschen nachvollziehen? Ich kann es natürlich irgendwo nachvollziehen. Ja klar, sie ist 15. Aber der Papa muss das Geld reinbringen. Die Mama ist nicht mehr da. Was soll ich machen? Ich habe keine andere Wahl. Ja, ihre Situation ist jetzt sicherlich nicht einfach, aber ein Mädchen mit 15, ne, vielleicht hat sie jetzt vom Gefühl her, das möchte sie ankommen irgendwo. Man weiß es nicht, obwohl sicherlich kann man verstehen, sie sind der Brotgeber. Sie müssen arbeiten, das ist nun mal jetzt ihr Job. Aber für so eine 15-Jährige, bitte? Oh, ist sie am Weinen. Ich sehe das nicht so. Na, dann mit Zellstoff, keine Taschentücher. Ihre Frau ist verstorben. Ja, vor knapp 5 Jahren ist sie verstorben. Vor 5 Jahren? Und seitdem kann ich ja alles alleine managen. Ja, das ist nicht leicht, ne? Kann natürlich sein, dass sie da vielleicht zu kurz kommt, aber... Das ist ja auch nicht leicht, ohne Mama aufzuwachsen, ne? Okay, ich würde es jetzt gerne so machen, dass wir ein Bild machen, okay? Also ein Röntgenbild von deiner Hand und dann sprechen wir danach noch mal, ja? Die fühlt sich sehr heiß an. Willst du... Soll ich mal hier mit dem Karton messen? Das wäre echt. Bist du krank? Oder warst du krank in letzter Zeit? Ich hatte nur die letzten Tage ein bisschen Kopfschmerzen. Brütest du was aus? Okay. Hm? Aber sonst? Die Grippe oben, ne? Ja. War irgendjemand krank, wodurch angesteckt haben könntest? Ich weiß nicht mehr. Okay. Leistest du einmal dein Ohr? Irgendwie Halsschmerzen oder irgendwas? Bauchschmerzen, sonst irgendwo Schmerzen? Mir war nur zwischendurch 37,2, jetzt nur so prügeln. Sag mal, warum sagst du ja nichts, wenn du Kopfschmerzen hast? Ja, das ist ja nicht besonders wichtig. Du bist doch sowieso. Du bist doch durchgehend arbeiten. Interessiert dich das sowieso nicht. Lilo hat dann auch erzählt, dass sie Kopfschmerzen hätte, ein bisschen länger schon. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, sie hat einen ganz normalen Infekt. Vielleicht brütet sie was aus, eine Erkältung, was es dann wirklich sein sollte. Damit habe ich wirklich nicht im Entferntesten gerechnet. Lilo selbst hatte ihre Kopfschmerzen auch nicht weiter beachtet. Vielmehr beschäftigt die 15-Jährige, dass sie ihre beste Freundin durch den erneuten Umzug verlieren könnte. Während die Schülerin beim Röntgen ist, werden Patientin Cora und ihr Freund Marvin zu Miriam Dietz gerufen. Die Assistenzärztin merkt schnell, dass an den Schilderungen etwas nicht stimmen kann. Frau Schuster, was passiert? Warum sind Sie hier? Ja, also... Wir hatten dann ein kleines Problemchen zu Hause und zwar... Wir hatten einen kleinen Unfall. Ich habe sie aus Versehen mit Kerzenwachs verbrannt. Kleinen Unfall. Okay, ja, dann zeigen Sie mal. Es brennt so total, also... Was haben Sie denn da drauf gemacht? Das? Ja, wir haben da Zahnpasta drauf. Zahnpasta? Warum? Das soll ja kühlen und... Es brennt doch, oder? Es brennt unheimlich, also... Okay, ist es nur das hier? Ich, ja, also ich habe ich hab mal im Internet gelesen, dass das doch ein gutes Hausmittel ist gegen Verbrennung. Zahnpasta oder? Nee, eigentlich nicht so. Und das kann, glaube ich, Ihre Freundin bestätigen, das tut nämlich verdammt weh. Unheimlich. Ja, das glaube ich. Wir müssen das auf jeden Fall einmal abmachen. Oh, nee.
Diese Informationen, die der junge Mann sich aus dem Internet geholt hat, die sind sowieso ohne Gewähr und Mehl oder Zucker oder wie jetzt in diesem Fall Zahnpasta, also bei aller Liebe. Wenn man jemanden kennt, der ein Hausmittel hat, das erprobt ist, wo man weiß, das funktioniert, das ist was anderes. Aber bei Verbrennungen kann ich nur davor warnen, nur kühlen und sofort zum Arzt. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Naja, zuerst hätten Sie Ihre Freundin nicht verbrennen sollen. Ja, wie ist das denn passiert? Ich wollte zu Hause ein bisschen für Romantik sorgen, wollte einen schönen Abend mit ihr verbringen und ich habe ein paar Kerzen aufgestellt mit so einem Kerzenständer und ich hatte den gerade in der Hand und bin dann halt gestolpert und dann ist der ganze Kerzenwachs halt auf sie, während ich... Das ist ja unglücklich, ne? Ich lag auch vielleicht doof auf der Bank, also ich hätte ja auch woanders liegen können oder... Ja. Die Geschichte, die das junge Liebespärchen mir auftischte, wie die Verbrennungen der Dame zustande gekommen sind, ließ mich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich schon da davon ausgegangen bin, dass das Ganze nicht so die Wahrheit ist. Es war auch einfach zu skurril, um wahr zu sein. Mir ist es im Endeffekt egal. Ich behandle die Verbrennung und wenn die beiden nicht zugeben wollen, was sie gemacht haben, ist es auch in Ordnung. Ja. So, die Kollegin macht noch eine Salbe drauf und ich verabschiede mich dann, ja? Alles Vielen Gute. Dank. Nichts zu danken. Dankeschön. Ciao. Ach, und nur so als Tipp, ich möchte Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn Sie noch mal so romantische Stimmung machen wollen, es gibt auch so spezielle Massagekerzen, die nicht verbrennen, ja? Ja. Die kann man dann für solche Anlässe benutzen. Okay. Nur als Hinweis. Danke. Alles Gute. Bis später. Marvin und Cora wollen bei ihren heißen Spielchen zukünftig den Rat der Assistenzärztin befolgen. In der Zwischenzeit geht es Patientin Lilo unerwartet schlechter. Papa Bernd und Tante Pia sind geschockt, dass die 15-Jährige bereits zu schwach zum Gehen ist. Ja, die Röntgenabteilung hatte angerufen, ich sollte sie jetzt mit dem Rollstuhl abholen. Warum? Weil sie nicht so gut ging und sie sieht jetzt auch nicht gerade so frisch aus. Was ist denn los? Gib mir einmal die Bilder, bitte. Kannst du einmal rüber? Dann gucke ich mir einmal die Bilder an, dann sprechen wir gleich. Ne? Dass Lilo sich schlechter gefühlt hat nach dem Röntgen, die Temperatur ist gestiegen, sie sah auch insgesamt kränker aus. Da habe ich mir jetzt erstmal nicht so Sorgen gemacht, weil in dem Alter kann das schon mal sein, dass man auch einfach einen grippalen Infekt hat. Das geht dann auch relativ schnell. Allerdings sollte das Ganze noch lebensbedrohlich werden. Und wie wir darauf kamen, da kam uns tatsächlich der Zufall zu Hilfe. Also die Hand ist leider gebrochen. Also ein Knochen ist gebrochen. Ja. Aber da werden wir einen Gips drum machen, ja? Also das müssen wir nicht operieren. Da wirst du ein paar Wochen Gips tragen müssen und dann sollte das ausheilen, ja? Ja, aber davon kommt doch jetzt nicht die Blässe, oder? Nee, das ist ein anderes Thema, dem wir uns jetzt widmen. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken. Ist aber ganz viel Schweiß auf der Stirn, also. Ja. Haben wir eine Temperatur? 38,5. Oh, okay. Das ist noch erhöhte Temperatur, ne? Leicht, das ist jetzt keine... Haben wir einen, ach so, Pulsachse hast du unten drin. Ein bisschen flotte Frequenz, ne? Schlägt dein Herz ein bisschen schnell. Ohne zu wissen, dass sie in Lebensgefahr schwebt, verschweigt Patientin Lilo etwas Entscheidendes. Die 15-Jährige möchte auf keinen Fall, dass ihr Vater Bernd davon erfährt. Als Schwester Selvia dem Teenager beinahe auf die Schliche kommt, erfindet Lilo deshalb eine Notlüge. Was hast du denn hier? Ich bin letztens gelaufen. Ja, ich habe mich abgeschraubt an der Wand. Okay. Das tut weh? Mein Vater, warum erzählst du denn gar nichts mehr? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, es ist vor einer Woche oder so gewesen. Okay. Und dann tut das immer noch weh? Ja, so. So schlimm? Und wenn du das sonst berührst beim Anziehen und so, tut das weh? Ja. Okay. War eine komische Wand. Haben Sie einen Impfpass von Ihrer Tochter? Impfpass? Hast du den? Irgendwo? Nee, also das hat meine Frau immer gemacht. Irgendwie. Okay. Ihre Frau ist wie lange tot? 5 Jahre. 5 Jahre? Das musst du doch machen. Ich meine, du musst das als Vater doch. Also wissen Sie, ob sie gegen Tetanus geimpft ist? Das ist das Wichtige, was wir jetzt hier. Ja, früher wurde sie da bestimmt geimpft. Das hat bestimmt meine Frau gemacht. Also ich habe da jetzt die letzten Jahre. Das kann man nicht, das muss man nicht nur einmal als Kind impfen, das muss man wiederholen, diese Impfung. Hält das nicht 10 Jahre? Bei Erwachsenen. Bei Kindern muss diese Impfung wiederholt werden.
Warst du die letzten Male mit ihr irgendwie beim Arzt bei eurer Umziehung? Und selbst die 10-Jahres-Impfung ist bei ihr schon drüber jetzt eigentlich. Das wäre dann jetzt fällig. Ja gut, dann holen wir das jetzt nach. Also ich war jetzt nicht mit ihr beim Arzt. Sie war auch immer kerngesund. Ja, das Blut habe ich, okay, ich schicke das gleich direkt weg. Okay, die sollen bitte eine Tetanus mitbestimmen, ja? Ja, machen wir. Okay. Ihrer Tochter geht's nicht gut, ne? Ja. Sie wissen nicht, ob sie gegen Tetanus geimpft ist. So wie sie sich präsentiert, kann es sehr gut sein, dass sie eine Tetanusinfektion hat. Das ist was, das gibt es sehr selten, weil wir diese Impfung dagegen haben. Das ist ein Krankheitsbild, das potenziell tödlich ist. So, wir werden sie jetzt auf die Intensivstation verlegen, wo sie dann überwacht wird. Wir werden im Blut schauen, ob sie wirklich den Erreger hat. Und dann das müssen wir es therapieren. Wir müssen in der Apotheke anrufen. Ja. Die sollen es bereitstellen, bitte. Wenn es wirklich so ist, dann brauchen wir das Medikament schnell. Okay. Das Labor, sie geht auf Intensiv. Ach. Ich brauche eine Kollegin, die mitfährt, bitte. Der alleinerziehende Bernd ist mit den Nerven am Ende. Seine Tochter muss für 3 Tage auf die Intensivstation. Denn tatsächlich wurden Tetanuserreger bei ihr festgestellt. Doch halbweise Lilo hatte Riesenglück. Die Infektion hat sich nicht im ganzen Körper ausgebreitet. Es tut mir total leid. Hast du gehört? Ich weiß, dass ich da einen riesen Fehler gemacht habe, aber es ist jetzt passiert. Ich habe mich schon 1000 Mal bei dir entschuldigt und es wird in Zukunft auch nicht mehr vorkommen. Ja? Oh. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Musst du mir glauben. Ich habe mir echt lange genug Gedanken zu Hause gemacht und was da alles hätte passieren können. Bin so glücklich, dass es dir jetzt besser geht. Und guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Ich hoffe, du wirst dich freuen. So, schau mal, dein Lieblingspullover. Ui! Ja? Ist das was? Danke. Ja? Komm mal, lass dich einmal drücken, ganz kurz. Mann, tut mir wirklich leid. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir besser geht. Was ich auch noch loswerden muss, ist, ich habe tatsächlich den, wie heißt der denn hier, diesen Impfausweis habe ich gefunden. Ja. Haben Sie den Kollegen gegeben? Ja, genau. Ja. Also ich habe den beim Kinderarzt übergeben. Und ja, die Impfung, das hat sich, sie hätte damals tatsächlich geimpft werden müssen. Aber dann ist doch die Mutti gestorben. Und ja, ich habe es irgendwie auch verpatzt. Also, Gesundheit. Dankeschön. Deshalb, also, ja, ist einfach dumm gelaufen. Wir hatten jetzt tatsächlich noch Glück. Ne? Sie hatte wahrscheinlich noch Restimmunität, sodass es sich wirklich beschränkt hat. Dass es so sehr lokal noch war. Ja. Was hast du denn? Gesundheit. Und das ist halt, dass wir auch schnell wirklich da handeln konnten. Ne? Und das auch bekämpfen konnten. Da haben wir Glück, dass sich das nicht auf den ganzen Körper ausgebreitet hat. Und jetzt sind wir auch froh, dass du auf Normalstation bist, nicht mehr auf Intensiv. Ne? Deswegen Gesundheit. Geht's Ihnen wirklich gut? Alles gut. Sind Sie erkältet? Nein, mir geht nur die Nase kratzen. Irgendeine Allergie vielleicht? Ja, aber Moment. Eigentlich nur gegen Pferde, aber warst du beim Pferd? Ich? Aber ich habe Angst vor Pferden, weißt du doch. Was soll das denn jetzt? Warum versteckst du den Pullover? Ich rede mit dir. Was soll das? Gib mal her. Oh, sag mal, der riecht voll nach Stall. Warum riecht dein Lieblingspullover nach Pferdestall oder nach... keine Ahnung. Also, riechen Sie auch mal? Ja, nee, danke. Nee, also, gut. Kannst du mir das erklären? Ich habe ein ziemlich großes Fragezeichen im Kopf. Ja, ich war bei Pferden. Wie, du warst bei Pferden? Ja, ich war mit einer Freundin am Stall. Sie hat ein eigenes Pferd und sie hat mich mitgenommen. Und da habe ich mir auch wehgetan an der Stalltür. Genau deshalb bin ich auch dagegen. Ja? Das hat aber nichts damit zu tun. Aber ich werde das in Zukunft einfach akzeptieren. Ich weiß einfach, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ich habe einfach die Angst, die ich vor Pferden habe, praktisch auf dich übertragen. Und ja, das ist zwar nicht richtig. In deinem Alter bin ich auch reiten gegangen. Ja, sie haben es auch überlebt. Ja. Also. Dann hast du deswegen gesagt, dass du dich an der Mauer verletzt hast, wolltest du nicht, dass dein Papa das mitkriegt, ne? Ja, weil sonst hätte er mir das ja verboten. Mhm. Kann ich verstehen. Wenn wir schon dabei sind, die Karten auf den Tisch zu legen, dann. Ich muss dir auch noch was sagen. Ich hoffe, du freust dich. Welches Pferd? Was? Nein. Kein Pferd. Aber ich denke, dass du dich sehr freuen wirst. Und zwar habe ich den Job in Leipzig abgesagt und wir bleiben hier. Ja. Komm mal her. Lass dich einmal drücken.
Ich habe eingesehen, dass es falsch war. Du bist jetzt auch schon 15 Jahre alt und ich kann ja nicht ständig mit dir in regelmäßigen Abständen umziehen. Also werden wir jetzt praktisch hier auch in Zukunft niederlassen. Das ist doch schön. Da kannst du ja vielleicht weiter mit deiner Freundin in den Stall gehen. Ja. Kannst vielleicht einen Papa mitnehmen. Ja, schaue ich mir auch mal gerne an. Kann er seine Angst überwinden. Seminarleiter Bernd hat eine Festanstellung in Köln gefunden. Seine Tochter Lilo finanzierte inzwischen sogar Reitunterricht. Auf die Auffrischimpfungen achten die beiden gemeinsam mit Tante Pia in Zukunft penibel. Nach 3 weiteren Tagen durfte Lilo die Klinik verlassen. Auch ihre Hand ist vollständig verheilt.